Hallo, kommen wir zur dritten Teilaufgabe dieser Vektorrechnung-Abituraufgabe für den Leistungskurs. Es ist jetzt noch ein Punkt zusätzlich gegeben, und zwar der Schwerpunkt des Dreiecks A, B, C, und der heißt sinnigerweise S. Und wir sollen in dieser dritten Aufgabe zeigen, dass die Gerade durch P und Q die Ebene ABC, in der das Dreieck ABC liegt, in S senkrecht schneidet. Anders gesagt, wir müssen zeigen, die Gerade G durch PQ ist senkrecht zur Ebene ABC, und wir müssen zeigen, dass der Punkt S ein Element der Gerade G PQ ist, oder auch dass S auf dieser Geraden liegt. Ich möchte hier nur kurz zeigen, wie das geht. Ich habe es ausführlicher in der Grundkursaufgabe gemacht. Im Grundkurs ist genau die gleiche Aufgabe gestellt worden. Deshalb kann ich mich hier kurz fassen. Wenn dir das zu schnell geht, kannst du auch da nachgucken. Um diese Aufgabe zu lösen, müssen wir eine Gerade GPQ bilden. Wir nehmen den Ortsvektor zum Punkt P als Stützvektor und den Vektor PQ als Richtungsvektor. Den erhalten wir, indem wir QQ minus P. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.